Also Freunde, herzlich willkommen zurück. Jetzt schauen wir, was Sebastian zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Dass er seinen Onkel umgebracht hat. Drecksau. Vor allem, es hat sich nichts gebracht. Einer hat ihn trotzdem verlassen. Der dumme Idiot, wirklich. Sie ist am Boden zerstört. Sie hat euren Onkel begraben. Allein. Ich tat es für sie. Sebastian. Du hast gar nichts gemacht. Du bist ein Idiot. Mich ausliefern? Sie hat gesehen, was passiert ist. Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken, Sebastian. Nee, gib ihm nichts. Mich ausliefern? Sebastian. Hast du das gehört? Du hast es doch gesehen. Ich wollte meinem Onkel nie wehtun. Ich weiß. Unfassbar, dass er tot ist. Wie konnte das nur so schief gehen? Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht. Oh, Anne. Ich wollte nur helfen. Ich kann jetzt nicht gehen. Anne braucht mich mehr denn je. Du verstehst es. Du kannst mit Ominous reden. Bring ihn zur Vernunft. Er hört auf dich. Ich muss zu Anne. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Sebastian. Du weißt es nicht? Oh doch, Anne hat niemanden. Ich bedauere alles, was ich getan habe. Ich weiß, es war falsch. Ich hoffe nur, dass sie mir verzeihen kann. Dass mir alle verzeihen. Egal, wie es jetzt weitergeht. Ich bin froh, dich zu kennen. Alter, ich glaube nicht. Armer Sebastian. Ominous. Eine Katastrophe. Unglaublich. Nach dem letzten Treffen ging ich direkt nach Hogwarts. Bevor ich mit Black reden konnte, hörte ich von Anne. Ich bin sofort nach Feldcroft und fand sie bei Solomons Leiche. Sie war außer sich vor Kummer. Einerseits soll Sebastian die Konsequenzen tragen, andererseits erscheint es ihr unvorstellbar. Ich will Sebastian nicht verlieren, aber wir haben wohl keine Wahl. Also er hat seinen eigenen Onkel umgebracht. Er ist einfach zu weit gegangen. Ach, scheiß auf Sebastian. Wir haben keine Wahl. Du hast recht. Du hattest die ganze Zeit recht. Ich wünschte, es wäre anders. Wenn wir das tun, sehen wir Sebastian nie wieder. Das ist mir klar. Aber es ist das Richtige. Er hat seinen Onkel getötet. Die ganze Zeit haben wir seine Taten gerechtfertigt, aber er ist zu weit gegangen. Das muss aufhören. Alles klar. Überlass das mir. Ich sag's dem Schulleiter. Also bis bald. Ich melde mich. Was auch vor uns liegt. Wir müssen es gemeinsam angehen. Das weiß ich. Einen Typen verloren, einen zweiten bekommen. Gut, verlassen wir mal. Ja, er muss gehen. Das ist einfach zu weit gegangen. Weißt, entwaffnen und sich wehren, okay, Alter, aber gleich den ganzen, also den Onkel ins Grab schicken, das geht halt überhaupt nicht. Das ist halt einfach zu weit gegangen. Das Problem ist, ich musste selber gegen den Onkel kämpfen, also mich halt verteidigen gegen ihn, weil er dachte, ich gehöre zu Sebastian aufgrund von unserer Entscheidung halt vorher, dass wir jetzt gesagt haben, ja, er wollte halt nur seine Schwester retten, was meiner Meinung nach jetzt nicht so schlimm ist, weil ich habe nur die Hintergründe gesagt. Aber ich weiß, die richtige Antwort wäre gewesen, ja, es war nicht okay. Ja. Das haben wir verkackt und dann mussten wir uns halt gegen ihn wehren. Halt echt blöd gelaufen, aber ich weiß nicht, ob man den Onkel retten hätten können oder ob Sebastian gestorben wäre. Das ist halt die Frage, die wir uns dann erst beim nächsten Durchgang
stellen können oder wo wir das dann beim nächsten Durchgang halt sehen. Aber im nächsten Durchgang bin ich halt komplett böse, das heißt, der Onkel will wieder sterben. Wahrscheinlich sogar durch meine eigene Hand. Oh Mann. Hey, da ist so eine Kiste. Machen wir es mal unsichtbar. Können wir die aufmachen. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. So, weiter geht's mit der Hauptstory. Victor Rookwood ist tot. Er griff an, als ich Ollivanders mit dem Zauberstab der Hüter verließ. Ich musste mich verteidigen. Bei Godrics Herz. Geht es Ihnen gut? Ich weiß, dass Sie sich gut verteidigen können. Das habe ich oft genug gesehen. Aber Rookwood höchstpersönlich. Er hätte mich getötet, sobald er das Behältnis gefunden hätte. Ich hatte keine Wahl. Sie haben recht. Sie hatten keine Wahl. Sie haben das Nötige getan. Die Zauberergemeinschaft steht in ihrer Schuld. Danke, dass Sie das sagen, Professor. Ich bin bereit für das, was kommt. Also gut. Die Hüter warten schon. Okay. Es ist leider nicht der Elderstab, aber es ist trotzdem ein mächtiger Zauberstab, den wir bekriegt haben. Sie haben alle unsere Prüfungen absolviert. Und das unter Umständen, die nicht einmal ich vorhersehen konnte. Sie verstehen jetzt, warum all das nötig war. Der Portschlüssel, das Gewölbe, das Medaillon, das Buch, die Prüfungen. Wir mussten sicherstellen, dass jemand mit unserer Fähigkeit dieselbe Wahl treffen würde wie San, Neve, Charles und ich. Sie kennen jetzt meine Erinnerung und verstehen, was auf dem Spiel steht. Vergessen Sie niemals, dass nicht alle so sind, wie sie scheinen. Wie Sie wissen, gibt es kein Licht ohne Schatten und keinen Schatten ohne Licht. Nur weil Sie die Dunkelheit beseitigen können, sollten Sie das nicht noch immer tun. Okay. Selbst die umsichtigsten und fähigsten unter uns könnten den Ausgang nicht vorhersehen, den die Manipulation dessen, was uns nicht zusteht, zur Folge hätte. Was im Behältnis ruht, darf nie befreit werden. Widerstehen Sie der Versuchung, es zu zerstören oder zu kontrollieren. Die Magie, die Sie so sorgfältig geübt haben, muss jetzt einzig und allein das Geheimnis beschützen, das wir hüten. Sie werden wissen, wann der Zauberstab zu nutzen ist. Unser Erbe liegt nun in Ihrer Hand. Okay. Hier muss der Weg zum Behältnis sein. Oh ja. Puh. Let's go. Ich hoffe doch, die Schutzzauber des Schlosses schützen auch gegen ein Eindringen von unten. Das hoffe ich auch. Aber selbst wenn Sie es jetzt nicht tun, versichere ich Ihnen, in Zukunft werden Sie es. Ja. Konnten Sie Professor Weasley noch erreichen? Ja. Hoffentlich kommen Sie und die anderen bald. Sie wissen, wo die Tür ist, durch die wir gekommen sind. Mist, Kobolde. Ich frage mich, ob Renrock hier ist. Gehen wir. Aber es gibt eh noch so viel zu tun, also ich bin halt fertig. Wenn seine Anhänger hier sind, kann er nicht weit sein. Ja. Wir haben Schlimmeres überstanden. Ja, fast gar keine Missionen. Bombarda! Confringo! Serios, das gibt noch mehr. Pulso! Confringo! Bombarda! Serios! Mist. Yeah.
Ja, bei der Neben, Alter. Dicker am Track. Wir müssen weiter. Brenrock muss hier irgendwo sein. Dieser Bohrer steht zwischen uns und ihm. Verschieben wir ihn. Ich regle das. Augenblick. Zeig mal, was du kannst. Okay, gut. Jetzt kommt sicher ein Troll. Ah, noch einer. Wo sind die anderen Professoren? Ich sehe Konfringo. Boah, Junge. Ja, genau. Ja, gut. Lass mich mal aufstehen, Alter. Ich habe jetzt leider nur meine Pflanzen, die mir helfen können. Die kriegen halt einfach voll auf die Fresse. Ja komm, Alter, lass mich doch mal aufstehen, du Drecksau. Aber dann... Ja, weiß ich, weiche aus, das bringt sie trotzdem nichts. So, jetzt reicht's mal. Konfringo, aber mein Schild komplett ausgehalten, ne? Ja, genau, haus mir das Gesicht, Alter. Komm. Super. Okay, Mann. Hat echt eine knappe Sache, gell? Eine Sackgasse. Was nun? Alter, wirklich, ohne die... Ohne die Tränke. Tränke. Lumos! Renrock muss dem Behältnis wohl langsam näher kommen. Ich fürchte, Sie haben recht, Professor. Ah, leider. Uns bleibt nichts anderes übrig. Wir müssen Lumos weitersuchen. Revelio. Was? Hören Sie? Noch mehr Kobolde. Ich versuch's mal auf die unsichtbare Art und Weise. Dieser Tag ist schon viel zu lang. Kritikus total.
lang halten. Protego! Ja, das hat mich wieder erwischt. Das ist so eine Nervensäge. Ja, halt mal. Lazio. Ich werde gehen. Arresto, Moment, Descendo. Repulso. Levioso. Schon ein Nervensäge, Kollege. Contendo. Tunnel haben uns bisher wenig Glück gebracht. Revelio. Also, warte mal. Komm näher, Professor. Da lang. Bombarda. Hey, jetzt gleich gemacht, Alter. Scheiße. Da kommen sie. Sogar er, Alter. Die Kobolde haben die Verteidigungszauber des Schlosses umgangen. Rennie. Weiter, wir sind wieder mittendrin. Den zeigen wir das an. Ja. Sie kommen genau rechtzeitig, Professor. Danke, Professor. Oh. Komm, Pringo. Bombarda. Protego. Böse ist, hat man einfach die besseren Zaubersprüche. Also, ich glaube, die tödlicheren. Oh Mann. Auf ihn! Confringo! Stufe! Confringo! Alter, möchte auch noch was anderes. Mein Batterie, aber. Stufe. Stufe. Confringo, Pampada.
Damit kommst du nicht davon. Von Pringo! Wir tun so! Alter. Hier passiert so viel. Wingardium Leviosa. Doch geht es weiter. Oh Mann. Der Opa geht, als hätte er sich in die Hose gemacht. Aber Mist, davon ist es noch immer, Alter. Haben sie das Netz zerstört? Wir haben es geschafft. Zum Glück haben wir es vor Renrock geschafft. Haben wir nicht. Er ist safe da. Wirklich unglaublich, dass es das ist. Das Behältnis war seit Hunderten von Jahren unter dem Schloss. Denken Sie an all den Schmerz, der es schuf. Dafür sind Miriam, George, ihr Freund Lodcock und so viele andere gestorben. Miriam glaubte, die vergessene Magie könnte für Gutes genutzt werden, aber sie kannte die Risiken nicht. Sie hat nicht gesehen, was die Hüter ihnen gezeigt haben. Oder Isidora. Sie sind jetzt der Hüter der Macht, die sich darin verbirgt. Welche Pläne haben sie jetzt damit? Oh Mann. Ich werde das Behältnis so lassen, wie es ist. Das freut mich zu hören. Ich habe nachgedacht. Was denn, Professor? Das ganze Jahr habe ich versucht, unsere Reise vor allen geheim zu halten, sogar vor Professor Weasley. Jetzt frage ich mich, ob ich Sie und auch die anderen früher hätte einweihen und Ihnen vertrauen sollen. Die Hüter wollten dieses Geheimnis für immer verwahren. Wie lange bewahren Sie es? Es sollte vorerst bewahrt werden oder es sollte ewig bewahrt werden? Ich glaube eher ewig, weil wenn irgendwer davon erfährt, dass man dadurch Macht, also mächtig wird, dann wird es sicher wieder Leute geben, die was versuchen, sich diese Macht zu holen. Also ich würde sagen, wir bewahren es halt ewig. Die beste Option wäre für mich eigentlich, dass wir es zerstören. Die Hüter hatten recht. Das Risiko dieser Magie ist zu hoch. Es liegt in meiner Verantwortung, sie zu beschützen. Ich verstehe. Aber sie sind nicht allein. Ich helfe ihnen, so gut ich kann. Oh. Renrock. Die Arroganz der Zauberwelt. Ich kann ihn mit den Beinen nicht ernst nehmen. Er gehört uns. Genug, Renrock. Er hat dir nie gehört.
Damit wollte ich schon lange spielen. Oh. Miriam starb. Hätte sie den Behälter nur herausgegeben, hätte all das nicht sein müssen. Er hat sie umgebracht, die Frau vom Fick. Wichtig, turische Hexe. Ihr zwei seid euch ähnlich. Sie wusste auch nicht, wann man lieber aufgeht. Hast einen Anfall oder sowas? Kobolde schulden niemandem Rechenschaft! Weil ihm ist halt einfach ein Drache geworden, ey. Der Professor Fick wird sterben. Ich hab's gesagt. Und ich habe aber fast gar kein Leben mehr. Revelio. Er absorbiert die Macht des Behältnisses. Deine klägliche Magie ist meiner nicht gewachsen. Mist. Oh. Ja, das war natürlich wieder nett zum Abwehren. No, zu spät. Alter, ich blockiere ja eh schon ziemlich gut. Du sollst einfach nur ihn treffen. No! Kommt,
Also die Zauber bringen sie halt gerade gar nichts. Ich glaube, Erde ist da. Oh, Mist. Ich bin ja ein Idiot, ich brauche ja irgendeinen, der was die Farbe natürlich schon hat. Aber die machen halt einfach den größten Schaden. Also den größten Schaden. Ja, zurück zum Absender. Okay. Komm halt einfach die Schnauze und geht drauf, Mann. Nein, du Vollidiot. Ach, du bist ein Idiot.
Protego. Ja, wie im Horrorfilm. Yeah, Brenrock. Hm. Ist er noch größer geworden? Das ist nicht Spaß. Was für ein Kampf. Ah, was ist das für ein Gesicht? Auf, Kollege. Ja, Gestöhne, Alter. Das Gestöhne wie von einem Schweizer Pornosynchronisator.
Professor. Miriam. Oh. Miriam. Hätte sie geliebt, mein junger Freund. Na, was ist das hier? Die Welt der Zauberei könnte nicht in besseren Händen sein. No. Ach, Scheiße. Jetzt ist auch Professor Fick gestorben, Alter. Ich glaube, die letzten paar Missionen sind wir irgendwie am Abkacken, Alter. Professor Eleazar Fick. Er war für viele von Ihnen ein geliebter Professor und für seine Kollegen ein langjähriger Weggefährte. Ein berühmter Abenteurer auf der Suche nach Wissen. Er hatte den Ruf, das Unbekannte zu ergründen und dabei sowohl Umsicht als auch Sicherheit zu ignorieren. Es soll uns allen eine Lehre sein, und zwar eine tragische. Seine Liebe zum Abenteuer wurde nur übertroffen von seiner Hingabe an Hogwarts. Und natürlich an seine Frau Miriam, die ebenfalls... Ach, Black, du bist einfach ein Vollidiot. ...viel zu früh verstarb. Professor Fake verkörperte das Beste von uns allen. Ach, er konnte wirklich listig sein, war genial und wissbegierig zugleich und ein wahrlich treuer Freund. Aber vielleicht war es auch sein beeindruckender Mut, für den wir ewig in seiner Schuld stehen werden. Ohne Professor Fick? Nun, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ohne ihn viele von uns heute nicht hier wären, von Hogwarts ganz zu schweigen. Die, die ihn gut kannten, werden mir zustimmen, dass wir ihn nach Hogwarts-Manier ehren müssen. Durch weises, tatkräftiges, gerechtes Entgegentreten all dem, was vor uns liegt. Der bis zum Schluss, Alter. Ja, sie haben es ein bisschen mit den Emotionen verkackt, Alter. Dass die Charaktere nicht weinen und ja, die Synchro nicht so gut rüberkommt. Ich hätte nie gedacht, dass wir mal einen Professor beerdigen würden. Gut, dass Weasley Fick so die Ehre erwiesen hat. Man wird sich gut an ihn erinnern. Ich wünschte nur, wir hätten das auch für Solomon Sallow tun können. Ich muss bald nach Anne sehen. Ominous, ich muss dir etwas sagen. Es hat mit Victor Rookwood zu tun. Angeblich soll er dich vor Ollivanders angegriffen haben. Das war bestimmt ein heftiger Kampf. Das Gerücht stimmt. Und so war es. Aber das meinte ich nicht. Kurz vor dem Angriff murmelte Rookwood etwas Bekanntes. Die Worte, die Anne kurz vor dem Fluch hörte. Kinder sollten gesehen, nicht gehört werden. Halt, was sagst du da? Es war keiner von Ranrocks Anhängern, der Anne verflucht hat. Es war Victor Rookwood. Von Anfang an. Das kann nicht sein. Als Anne verflucht wurde, hat sie nur Kobolde gesehen. Weißt du, seit Ranrock sich für Feldcroft interessiert, interessiert sich auch Rookwood dafür. Deshalb war Rookwood dort in der Nacht, in der Anne verflucht wurde. Er arbeitete mit Ranrock zusammen. Als er Anne sah, er wollte nicht, dass jemand davon erfuhr. Ich glaube, dass der Typ blind ist. Oh.
Wie grausam. Rookwood hat bekommen, was er verdient. Danke, dass du mir das erzählst. Anne und Sebastian müssen das erfahren. Und zwar von mir. Wie besprochen, habe ich mit Black geredet. Sebastian ist gerade beim Schulleiter. Aber vielleicht können wir ihn irgendwie informieren. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. Ich bin mir nicht sicher, ob er blind ist, aber er schaut halt quasi einem nie in die Augen. So wie es aussieht, ist der Winter vorbei. Gratulation, du hast die Geschichte von Hogwarts Legacy abgeschlossen und das Ende der Schule ist erreicht. Deine zeigt an, es ist Zeit, den Vorstand dein Handbuch zu prüfen. Danke, danke. So, Freunde. Das war's mit der Hauptmission. Das war das Ende mit den ganzen Entscheidungen, die wir dazu geführt haben, dass der Onkel von Sebastian gestorben ist. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde jetzt noch wahrscheinlich bei Twitch weiterhin Hogwarts Legacy spielen. Eben halt, dass ich quasi meinen bösen Durchgang mache und halt auch hier schaue, dass ich auf 100% komme, weil das Spiel ist es halt wirklich wert. Also, schaltet ein, schaut zu. Bis dahin, Servus.